Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal und heute dreht es sich wieder um Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. In dem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr eure Chain behaltet. Das heißt, mehr oder weniger, ihr kennt es alle, ihr hantet ein sehr seltenes Pokémon, was aber gleichzeitig früh fliehen kann oder früh flieht halt. Und was macht man am besten? Richtig, fliehen! So wie ich es damals getan habe. Aber es gibt eine leichte Methode, um zu sehen, wann das Pokémon fliehen wird. Und genau diese zeige ich euch heute. Viel Spaß. In Pokémon Let's Go ist es das erste Mal, dass man Pokémon wirklich fängt. Ohne Mittel von Pokémon. Das heißt, dass das Pokémon aber auch relativ früh fliehen kann. Und diese Sache macht das Shiny-Hunten sehr schwer. Nicht nur, wenn ihr Shiny vor euch habt, sondern ebenfalls beim Chainen. Und ich habe mich dorthin gesetzt, mehrere Forenbeiträge gelesen und natürlich auch Kommentare von euch und habe herausgefunden, wie man es erkennt. Wir können es mal uns einfach mal anschauen. Wir haben hier zum Beispiel einen Kampf gegen ein Dodri. Und dieses Dodri, ich provoziere es einfach mal und werfe einfach ein paar Bälle. Dieses Dodri zeigt sich ja doch sehr begeistert und macht des Öfteren einen Move, eine Animation. Und zwar diese hier. Ich habe hier sie für euch nochmal im Pokédex auch. Diese Animation macht Dodri die ganze Zeit im Kampf. Aber sie ist nicht schlimm. Bis diese Animation kommt. Na, habt ihr es gesehen? Es ist eine etwas andere Animation und nach dieser Animation flieht es auch. Und das ist bei jedem Pokémon so. Hier ist die Dodri-Animation 2 im Pokédex. Und jedes Pokémon hat mehr als eine Animation im Pokédex. Manche sogar drei. Aber wir beziehen uns hier nur auf zwei, wie gesagt, da die meisten Pokémon nur zwei haben. Das heißt, wenn ihr immer eine andere Animation sehen solltet, die die normale Standard-Animation ist, könnt ihr davon ausgehen, dass dieses Pokémon danach fliehen wird. Das heißt, sucht euer Target am besten im Pokédex aus, was ihr handeln wollt, guckt euch die Animationen an und sobald ihr seht, dass die zweite Animation, wie zum Beispiel von diesem Dodri nachgemacht wird, seid ihr am Arsch. Ihr glaubt mir nicht? Schauen wir uns mal ein zweites Beispiel an. Hier haben wir das zweite Beispiel, ein Schlurp. Schlurp wieder ein ganz normales Pokémon und wir versuchen es zu fangen, werfen mehrere Bälle drauf und dann sehen wir die Animation mit der Zunge zur Seite. Wieder eine ganz normale Animation im Pokédex, auch die ganz normale erste Animation. Doch, was passiert? Oh, eine andere Animation. Und was? Ja, Schlurp flüchtet. Das heißt, sobald ihr die zweite Animation sehen solltet, könnt ihr eigentlich sofort fliehen. Ihr habt keine andere Wahl. Ihr könnt natürlich noch einen Ball werfen, aber das ist dann auch euer letzter Ball, weil danach wird dieses Pokémon safe für immer weg sein. Und das ist gerade für Combo Breaks bzw. für Chains nicht gut. Von daher, auch wenn es ein Shiny ist, könnt ihr davon ausgehen, wir könnten nochmal einen letzten Ball drauf werfen von mir aus oder ähnliches. Aber vielleicht ist es besser zu fliehen und dann vielleicht ein neues zu encountern. Das ist meine Methode bzw. mein Tipp an euch. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Tutorial euch ebenfalls weiterhelfen konnte. Wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt zu Pokémon Let's Go, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gerade so mehr oder weniger im Fieber, mich mehr oder weniger auch selber zu verbessern und euch halt den Content näher zu bringen. Ich bin raus, verabschiede mich und sage ciao. For now.